Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Papierverrückte. Ich bin sie, Christina, und so langsam habt ihr ja schon angefangen mit Adventskalender basteln und so weiter und so fort. Deshalb möchte ich euch jetzt hier mal so ein paar Verpackungen auch zeigen, was ihr für Adventskalender benutzen könnt. Und heute stelle ich euch erstmal diese richtig coole Schachtel hier vor. Die geht rasend schnell. Steht wie eine 1, also da müsst ihr euch keine Gedanken drüber machen, weil der Boden hier schön glatt ist. Und das ist wirklich ganz, ganz schnell und ohne lang irgendwie großartig was zusammenzuschneiden eben gemacht. Das Ganze habe ich jetzt einmal hier mit Café Constanzes Wintermäuse Stempelset verschönert. Aber dann nehmt ihr einfach das, was ihr habt. Ihr könnt hier jetzt auch eine Zahl draufschreiben und könnt da einfach 24 von diesen Schachteltütchen, was auch immer, machen. Und seid dann einfach ganz schnell für einen Adventskalender vorbereitet. Ich zeige euch aber auch noch, ach wisst ihr was, eine Schachtel zeige ich euch schon mal. Da mache ich jetzt kein Video mehr davon, weil ich habe ja schon, ich habe die Schachtel schon mal mit euch gebastelt. Die zeige ich euch jetzt mal. Das ist die hier, bevor ich es hier euch zeige, wie das hier geht. Das ist hier so eine Wippschachtel oder wie man auch immer das Ganze nennt, habe ich auch hier mit Constanze Stempelset hier verschönert. Video verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Aber jetzt soll es heute um diese coole Schachtel hier gehen. Und nach dem Intro geht's los. Ihr braucht einen Cardstock, ihr könnt eine Farbe nehmen, wie ihr wollt, in den Maßen 9,5 x 9,5 cm, also ein Quadrat. Entschuldigt, wenn das Licht hier so ein bisschen reinscheint, aber ich möchte es jetzt nicht aussperren. Das ist so schön jetzt heute nochmal. Es ist schon ein bisschen bewölkt, aber die Sonne scheint jetzt einfach hier so schön in meinem Büro. Deshalb seht ihr jetzt hier so ein bisschen Schatten. Verzeiht es mir, aber ich muss das jetzt einfach noch so ein bisschen genießen. Die kalte und dunkle Jahreszeit kommt ja jetzt erst noch. So, also 9,5 x 9,5 cm. Und dann nehmt ihr euch irgendwie ein Falzgerät. Ich nehme jetzt hier meinen alten Stampin' Up. Papierschneider, den ich eigentlich nur noch zum Falzen nehme, weil ich kein Scoreboard habe. Und da gehe ich jetzt einfach an allen Seiten einmal bei 2 cm einmal rundherum. Und dann schneide ich mir das Ganze einmal ein. Und zwar hier an den gegenüberliegenden Seiten. Es fängt eigentlich ganz easy peasy an und das ist auch wirklich eine Verpackung, die jeder, auch Anfänger, können das einfach gut nachmachen. Und es ist, wie gesagt, sehr, sehr schnell gemacht. Das wird jetzt sozusagen unser Boden. Einmal noch anschrägen, seitlich, damit euch da nichts übersteht, wenn ihr da doch nicht ganz so sauber gearbeitet habt. Unten aber bitte einmal gerade lassen, weil so könnt ihr dann euch orientieren, damit es auch so einigermaßen, ihr seht schon, bei mir ist es auch, es funktioniert nie gefühlt, irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber damit es einigermaßen rechtwinklig ist und ihr da nicht durcheinander kommt. Sieht man aber nachher nicht mehr, kann ich euch schon mal sagen. So, ich klebe das Ganze nach innen und nicht nach außen. Also die Klebelaschen werden jetzt versteckt. Könntet auch doppelseitiges Klebeband nehmen, dann geht es natürlich ein bisschen schneller. Aber das Klebeband, das nehmen wir nachher noch. Deshalb nehme ich jetzt hier einmal den Flüssigkleber. Und das ist jetzt sozusagen erstmal unser Grundgerüst. Also das ist jetzt wie so eine kleine Schachtel. Und jetzt nehmen wir eben das doppelseitige Klebeband. Und dann machen wir eine Schicht hier einmal rundherum. Ich mache es jetzt so, dass ich das nicht unten mache, sondern eher oben. Weil ich da ja nachher noch so einen schönen weißen Rand haben möchte. Ihr könntet den Boden theoretisch so ein bisschen abstimmen auf das Papier, das ihr verwendet. So.
ich meine Kleberschere schon wieder hingetan habe. So, da la. Ich drücke das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen mit dem Falzbein an. Und das sind halt einfach meine liebsten Verpackungen, die ich eigentlich so immer wieder bastle, die immer wieder guten Anklang gefunden haben und die auch wirklich rasch gehen. Weil man hat ja dann auch nicht immer ewig Zeit, so ein riesengroßes Bastelprojekt zu machen. Und nachher landet es dann doch bei dem einen oder anderen dann tatsächlich in der Tonne. Und das ist dann echt schade. Deshalb verkünstle ich mich da jetzt nicht immer ganz so, zumindest beim Grundgerüst. Und dann kann man ja immer noch so einen schönen Anhänger oder so hinmachen, der dann auch häufiger aufgehoben wird, wie so eine Schachtel. So, ich nehme jetzt einmal diesen Block hier und ich finde dieses Design mit den Schneeflocken so schön. Das heißt, es ist jetzt eher winterlich und nicht weihnachtlich, aber ich finde, winterlich geht ja auch schon wahnsinnig gut. So, und jetzt ist es eigentlich ganz einfach. Jetzt nehme ich mir einfach hier das Papier und jetzt fangen wir am besten, wie fangen wir an? Wir fangen jetzt hier einmal mittig an und jetzt setze ich das wirklich hier so ganz knapp hier einmal rüber und dann biege ich mir das einfach nur so ein bisschen um die Ecke, auch schön gerade. Man kann sich hier so ein bisschen schon mal so vorbiegen, so, und auch hier wieder ein bisschen vorbiegen. Das ist halt auch wirklich so eine Verpackung, da muss man jetzt nicht lange abmessen, sondern das entsteht eben auch wieder so ein bisschen nach Augenmaß. Ich drücke es mir dann auch noch hier innen nochmal fest. Und auch hier biege ich so ein bisschen. Und das Tolle ist, ihr könnt es eben auch so anpassen, wie ihr das braucht. Und jetzt bin ich hier ein bisschen schief geworden, aber das macht nichts. So, jetzt markiere ich mir mit einem Stift ganz kurz, wo ich hier rauskomme, damit ich mir das noch geschwind abhebeln kann oder abschneiden kann. Wir machen das jetzt einfach so ungefähr hier. Also ich lasse mir da jetzt auch nochmal eine Klebelasche. Einmal nochmal den Hebeschneider nehmen. Papier anlegen. So, dann auch hier wieder reingehen mit dem Falzband. Ihr könnt jetzt da leider nicht reingucken. Ich kann es aber auch, also ich falze das jetzt hier so an. Und jetzt wird das Ganze hier auch einmal rumrum gelegt. Und da kommt jetzt noch mal Kleber drauf. Das kleben wir uns hier noch mal fest. So, und jetzt haben wir diese Box hier und jetzt können wir das einfach nur noch mal so einmal so oben so knicken. So. Und dann habt ihr hier schon eigentlich alles getan. Jetzt könnt ihr da entweder ein Loch reinmachen und da noch was durchfädeln. Ich nehme mir jetzt hier so eine kleine Mini-Büroklammer. Die ist jetzt hier in Silber. Ihr könntet auch solche Klemmen nehmen. Da habe ich jetzt aber nur welche in Schwarz und in Gold da. Und jetzt werden wir das Ganze noch einmal dekorieren. Und zwar habe ich da, wie gesagt, das Stempelset von Café Constanze genommen und jetzt einmal zwei Grautöne, einen helleren und einen dunkleren, und stempel mir jetzt einmal diesen Zweig hier auf Papier. Das seht ihr jetzt nicht, da bin ich außerhalb von der Kamera gewesen. Sorry, tut mir leid. Und das Ganze wird dann einmal ausgeschnitten. Da nehmt ihr euch einfach so viele, wie ihr Lust und launig seid. Ich habe das Ganze natürlich schon mal gemacht. Hier seht ihr meine Ausbeute. Ich habe das so ein einfarbiges
Schmierpapier vom Action Block genommen, also von diesen 30x30 Blättern. Da kann man auch mal gut drauf stempeln, finde ich, weil die Grammatur ist echt ideal. So, genau. Und dann nehme ich mir so ein kleines Viereckchen. Ihr könntet euch auch einen Kreis nehmen. Und da befestige ich mir das jetzt einmal so rundherum. Das erinnert mich dann so ein bisschen an eine Schneeflocke. So ist nicht symmetrisch, klar. Soll ja auch irgendwie so ein bisschen, ja, oder wie so ein Kranz. Na, ihr könnt selber entscheiden. Auf jeden Fall finde ich, passt das ideal zu diesem Papier, weil es irgendwie doch so ein bisschen Ton in Ton ist, aber ja, es fügt sich einfach gut, würde ich mal sagen. Und die klebe ich jetzt einfach hier rundherum einmal dran, so schneeflockenartig. Also man kann Zweige auch für Schneeflocken nehmen, nur mal so als Tipp. So, okay, und dann, habe ich mir jetzt hier so einen Kreis genommen, beziehungsweise ich teste jetzt mal, weil ich muss ja da noch meinen Gruß aufbringen. Und da habe ich jetzt ein bisschen einen größeren Kreis jetzt gewählt, damit auch mein Stempel da drauf passt. Da stempel ich mir jetzt Frohes Fest drauf. Und ja, dann klebe ich mir das Ganze einmal drauf, damit natürlich diese unschöne mittlere Stelle hier verdeckt ist. Und ist jetzt echt kein Hexenwerk, ehrlich gesagt. Und da merke ich so ein bisschen, dass da oben auf der rechten Seite, dass da noch irgendwie so ein bisschen was fehlt. Und ich hatte da noch so ein Zweigchen übrig. Erst dachte ich, weil ich nicht ganz mittig gestempelt habe, dass ich das irgendwo da noch unterbekomme. Dann habe ich es mal so ein bisschen hingehalten und dann habe ich es aber rechts oben da noch hingeklebt, damit das irgendwie noch so ein bisschen locker und leger aussieht. Ihr könnt es jetzt hier sehen. Und ja, dann kommt das Ganze einmal mit einem Dimensional oder einem 3D-Pad, was auch immer, nennt es, wie ihr wollt. So, kommt das einmal dran, dann kommt so eine Mini-Büroklammer dran. Damit wollte ich das Ganze jetzt verschließen. Ihr könntet auch, wie gesagt, zwei Löcher hinmachen und das dann irgendwie zubinden. Ich nehme mir jetzt hier noch so ein Silbergarn. Das hatte ich noch massenhaft übrig vom Adventskalender, den ich vor 2 Jahren, glaube ich, für meinen Sohn gebastelt hatte, irgendwie so. Naja, auf jeden Fall habe ich da noch fast zwei so Rollen übrig und ich mag das eigentlich nicht ganz so gut. Zum Schleifen binden ist es jetzt auch nicht ganz so ideal. Aber hey Leute, dafür ist es echt gut. Ich fummel mir da jetzt einen ab und so sieht das Ganze dann einmal aus. Ihr könnt dann nachher noch ein Foto davon sehen und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Christina.